Aufbau einer neuen Ausstellung bei Dual Art. Der Kunstraum ist Teil des Mangabell-Palasts. Prinzessin Marilyn Duala Mangabell hat ihn zu einer Institution in Duala ausgebaut. Dass gesellschaftskritische Kunst einen festen Platz in Kamerun hat, ist ihr wichtiger denn je. Unsere Gesellschaft ist gespalten. Die Konflikte zwischen den einzelnen Gruppen sind wirklich hart und gewalttätig. Deswegen arbeiten wir auch an der Erinnerungskultur, an unserem kulturellen Erbe, an den Dingen, die unsere Identität ausmachen. Die Hafenstadt Duala ist das wirtschaftliche Zentrum Kameruns und La Pagode, der Palast der Mangabell, ihr kulturelles Herz. Doch dank Dual Art prägt Kunst mittlerweile auch das Stadtbild von Duala. Wie hier die Skulptur La Nouvelle Liberté, die neue Freiheit. Dual Art bringt seit Jahren internationale Künstler und lokale Communities zusammen. Wie im Stadtteil Nindok Passi. Hier wurde eine Arena um einen Brunnen herum geschaffen. Als Begegnungsort, um die Kunst zu den Menschen zu bringen. Wenn wir über kollektive Identität sprechen, ganz so wie es früher praktiziert wurde, dann brauchen wir Symbole und Zeichen. Wir brauchen Dinge, die die Menschen mit einer gemeinsamen Geschichte verbinden. Und die Geschichte der Gegenwart können wir selbst gestalten. Diese Bushaltestelle ist Kunst. Sie würdigt den Freiheitskampf Kameruns und ist gleichzeitig willkommener Schattenspender für Erdnussverkäufer. Erinnerungen an die Geschichte und an den Urgroßvater von Prinzessin Marilyn. Den König Rudolf Duala Mangabell kennen alle hier als den allerersten Nationalisten in Kamerun, der die Menschen miteinander verbunden hat. Eine Nation existiert erst, wenn ihre Menschen miteinander in Verbindung stehen. Und er war der Erste, der das verstanden hat. In Hamburg gibt es nun zum ersten Mal in Deutschland eine Ausstellung zu Rudolf und der Kolonialgeschichte der Duala. Sie beginnt 1884, als Hamburger Händler im Auftrag des Kaisers einen Schutzvertrag aufsetzen. Sie garantieren lokalen Herrschern, auch den Mangabells, die Souveränität über deren Landbesitz und erschließen sich damit eine neue Quelle ihres hanseatischen Wohlstands. Hamburg hat auf jeden Fall noch mal eine ganz besondere Rolle, wenn wir uns jetzt ganz konkret die Geschichte von Rudolf Duala Mangabell anschauen und jetzt auch ganz konkret die deutsch-kamerunische Kolonialgeschichte. Es gab ein großes Interesse von Hamburger Handelsfirmen, in den Kolonialismus einzusteigen, um da sich die Ressourcen und den Zugang zu den Ressourcen zu sichern. Viel von dem Reichtum, der vorhanden ist, basiert auf den kolonialen Verhältnissen. Und da noch mal eine kritische Aufarbeitung zu machen, ich glaube, das wäre total wichtig und auch wirklich spannend. Rudolf geht in Süddeutschland zur Schule, studiert Jura in Bonn, fühlt sich Deutschland verbunden und dem Gesetz verpflichtet. Doch die Deutschen wollen mehr Land und brechen ihren eigenen Vertrag. Rudolf ist mittlerweile selbst König und wehrt sich mit legalen Mitteln. Er startet eine Protestpetition bis hinein in den Reichstag. Rudolf Mangabell wird so zum Gegenspieler des Kaisers und löst eine hitzige Kolonialdebatte aus. Ich weiß, dass viele Afrikaner erst in der Ausstellung entdecken, was geschehen ist. Und das macht sie auch stolz. Es gab damals Gräueltaten und es gab Verhandlungen. Ich bin mir sicher, dass diese Ausstellung neue Türen in der Auseinandersetzung mit der afrikanischen Kolonialgeschichte in Deutschland öffnen wird. In diesem Gefängnis wurde Rudolf 1914 gehängt. Andere Gebäude der deutschen Kolonialzeit sind Marktplätze oder verfallen. Auch um diese kulturellen Objekte kümmert sich Prinzessin Marilyn in Duala. Trotz ihrer Familiengeschichte ist sie versöhnlich, möchte an die Vergangenheit erinnern, wie hier auf einer Konferenz zum kolonialen Kulturerbe. Wir möchten die Menschen über diese Dinge aufklären. Denn wir sind Kameruner wegen den Deutschen. Deshalb wollen wir diskutieren, wie wir die Spuren des Kolonialismus erhalten können. Manche hier wollen alles abreißen. Aber ich sage nein, das ist Teil unserer Geschichte, unserer Identität.
identity. Tag der Ausstellungseröffnung. Die Kunstszene versammelt sich bei Dual Art. Bekannte zeitgenössische Künstler haben Werke beigesteuert zum Thema Krise. Prinzessin Marilyn ist in ihrem Element. Ihre Weitsicht und ihr Mut sind der Schlüssel für wichtige Debatten. Die Krise in Kamerun ist heute ein Tabu. Aber Dual Art geht dieses Risiko ein. Sie zeigen mit unserer Kunst, dass wir die Situation verändern können. Über 30 Jahre lang hat Marilyn das Kulturleben in Douala belebt. Ihr Engagement sieht sie selbst ganz in der Tradition des Hauses Manga Ben. Ich kämpfe dafür, Sinn zu stiften in dieser chaotischen Zeit für die Gesellschaft. Und ich glaube, dass ich das ganz so mache wie meine Ahnen. Sie waren Visionäre und ich denke, so wie sie, arbeite ich heute für das Morgen. Working today for tomorrow.